So, und hier sind wir zurück mit dem nächsten Teil von Verrat auf Arras Demot. Es ist der zweite Tag unseres Aufenthalts in diesem Kloster. Und wir sitzen alleine beim Frühstück, weil Brennwir nicht zu finden ist. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können uns entweder mit Ida unterhalten oder wir wenden uns an einen der Knechte. Ich denke mal, Ida kennt uns ja schon. Dann wenden wir uns mal an sie. Und das tun wir bei 81. Schauen wir mal. Richtig, sie besinnen sich der hübschen Magd Ida, die ihnen das gestrige Morgenmahl mit ihren witzigen Anekdoten versüßt hatte. Sie entdecken das Mädchen am hinteren Ende der Tafel und begeben sich zu ihr. Nach dem Verbleib ihres Gefährten befragt, weiß Ida keine Antwort. Es sieht tatsächlich so aus, als sei Brennwir von Winhall, der ihnen die Wanderschaft bislang zur Freude gemacht hatte, ohne sie abgereist. Nein, er hielt es nicht einmal für nötig, ihnen eine Nachricht zu hinterlassen. Naja gut, ich meine, er hat sich ja als wirklicher Freund erwiesen. Auch wenn er Gründe für seine Geheimniskrämerei hat, eine Nachricht hätten sie schon erwarten dürfen. Wutschnaubend beschließen sie, nach dem Mahl ebenfalls aufzubrechen und diesem mysteriösen Kloster ein für alle Mal den Rücken zu kehren. Ida bedauert ihren Entschluss, doch ein Silbertaler vermag sie schnell zu trösten. Nein, der gebe ich kein Geld, also warum sollte ich der Geld geben? In ihrer Kammer schnüren sie ihre Bündel, fetten und bürsten die Winterkleidung, melden sich bei Bruder Horatius, dem Klosterpförtner, ab, bedanken sich für die Gastfreundschaft des Ordens und schreiten am Fuß des Bergfrieds vorbei, hinunter auf den Pass. Wir gehen nach 5. Also ich bin immer noch nicht sicher, was jetzt dieser komische Verrat ist, aber wir sehen weiter. Und wieder wandern sie den engen Bergpfad entlang. Ihre Laune ist finster und hält sich auch nicht auf, als das Wetter besser wird. Zwar hängen Wolken tief über den Bergen, aber weder Schnee noch Regen oder Wind stört ihre Wanderschaft. Ja, sie vermissen die Gesellschaft des fidelen Spielmanns. Brennwirs munteren Gesang, den Klang seiner Laute, seien immer ebenso trefflich wie spaßigen Kommentare. Warum hat sie ihr Freund bloß versetzt? Ach, keinen weiteren Gedanken wollen sie an diesen treulosen Kerl verschwenden, sagen sie sich. Ärgerlich beschleunigen sie die Schritte. Der Tag neigt sich schon dem Abend zu und ohne Unterlass sind sie dahermarschiert, angetrieben von Grübeleien, tiefem Groll und dem brennenden Begehren, dieses verflixte Gebirge endlich hinter sich zu lassen. Ihr einziger Trost ist die Schriftrolle, die sie unter ihrem Gewand verborgen, immer wieder an das reichlich gefüllte Goldsäckel erinnert, das sie in Lohwangen erwartet. Doch als erste starke Windböen aufkommen und sich dicke dunkelgraue Wolken auftürmen, vermag nicht einmal mehr dieser Gedanke, sie bei Laune zu halten. Es wird nicht lange dauern, bis Firon erneut einen Schneesturm über das Gebirge jagen lässt und sie halten verzweifelt Ausschau nach einem günstigen Notunterschlupf. Zu beiden Seiten des Pfades erheben sich hier mächtige Felswände, nur dann und wann öffnen sich seitlich des Weges enge Schluchten, in denen karge Wäldchen den Stürmen trotzen. Gerade als sie durch eines dieser Wäldchen wandern, dringt eine zornige Stimme an ihr Ohr. Sie gehen weiter und sehen vor sich auf dem Weg den Karren des schwatzhaften Tierhändlers, der ebenso wie sie das Kloster am Morgen verlassen hatte. Etwa ein Dutzend Pferde, Maultiere und Esel sind an seinem klapprigen Gefährt festgebunden, doch von dem Händler selbst ist nichts zu sehen. Stattdessen vernehmen sie aus einem Gebüsch seitlich des Weges wildes Gefluche. »Du elendes, nichtsosiges Graufieh! Und ich, Depp, gebe für so ein stures Biest auch noch teures Geld aus! Heute Morgen!« Immer wieder ertönt das laute Schnauben eines Esels und sie haben für einen Augenblick den Eindruck, als wäre es... Ach, das kann ja nicht sein. Gehen sie eilig weiter? Nein, wir sind dem Mann behilflich, denn ich bin ziemlich sicher, dass es sich dabei um Ella handelt. 49. Sie treten durch das Gestrüpp und müssen unwillkürlich grinsen. Vor ihnen befindet sich der Tierhändler... Im Kampf mit einem störrischen Esel. Mensch und Tier tauschen Flüche und Schnauben aus und zerren auf beiden Seiten an den Zügeln, wobei der feiste Händler deutlich unterlegen ist. Während sie die Szenerie beobachten, kommt ihnen erneut dieser Gedanke. So absurd es klingen mag, aber wie dieses bockige Grautier so dasteht, erinnert es sie irgendwie an die gute alte Ella. Könnte das möglich sein? Nun, sie wüssten da einen guten Trick. 55. Andererseits haben sie sich geirrt, dann werden sie sich unsterblich blamieren. Das ist ihnen doch wohl klar. Nein, eine solche Peinlichkeit sollte sich ein aventurischer Held lieber ersparen und sie stampfen unverdrossen weiter nach 34. Nee, ich weiß ja nicht, was das für ein Trick sein soll, aber ist egal. Das ist ja hier wurscht, man muss ja nicht mal würfeln. Sie geben sich dem Händler zu erkennen und werden freudig begrüßt. Oha, welch ein Glück! Schnell, kommt herbei und helft mir, diese Ausgeburt des Namenlosen zu bändigen. Aufgeregt nicken sie dem vor Anstrengung schnaufenden Mann zu und umrunden den Esel.
Erwartungsvoll ziehen sie am Schweif des Tieres. Und siehe da, mit einem Mal steht es still und senkt unterwürfig den Kopf. Sie können es kaum fassen. Ella, gute Ella, du bist es. Wahrhaftig, das ist ja kaum zu glauben. Doch dann verfinstern sich ihre Züge. Ihre Freude wandelt sich in Sorge. Wenn das hier Ella ist, wo ist dann der Spielmann? Ohne sein Grautier wäre er niemals fortgezogen, dessen sind sie sich gewiss. Aufgebracht packen sie den Händler am Kragen und fragen ihn, wie er an den Esel gekommen sei. Hä, was soll das? Ich habe das Vieh heute Morgen in der Burg gekauft. War spottbillig. Der Proviantmeister hat's mir geradezu aufgeschwatzt. Was ist denn dann so Besonderes an dem Biest? Als sie die verständnislose Miene des Mannes sehen, lassen sie ihn wieder los und entschuldigen sich vielmals. Ihnen ist ein Licht aufgegangen. Sie sind sich sicher, dass Brennwehr von Winhall noch in der Ordensburg ist. Vielleicht, wahrscheinlich, ist ihm irgendetwas zugestoßen. Bei allen Göttern, wie sehr haben sie ihrem treuen Freund Unrecht getan. Sofort beschließen sie, nach dem Verbleib ihres Gefährten zu forschen. Das ist wirklich das Mindeste, was sie für Brennwehr tun können, sagen sie sich. Angesichts dieser neuen Entwicklung freuen sie sich fast, als die ersten Windstöße aufkommen und Schneeflocken ihren Weg aus Firuns Reich auf die Erde finden. Ein neues Unwetter, das den Pass noch stärker einschneit, wäre ein willkommener Grund zur Umkehr. Also schlagen sie dem Händler vor, in dem Wäldchen die Nacht zu verbringen, um nicht auf freier Flur von dem Schneesturm überrascht zu werden. Während er daraufhin Ella an den Karren bindet, das Gefährt in eine windgeschützte Kuhle zieht und seinen Tieren wollende Decken umlegt, richten sie ihr Lager her, legen sich zur Ruhe und bemühen sich um Schlaf. 63. An Schlaf ist nicht zu denken, denn in der Nacht bricht der Sturm mit solcher Gewalt über den Finsterkamm herein, dass es ihnen Angst und Bange wird. Sie schmiegen sich eng an Ellas warme Flanke und trösten sich mit dem letzten Rest Brombeerschnaps, also die Frau ist Alkoholikerin, den sie in ihrer Flasche finden. Der Tierhändler hat sich in ein halbes Dutzend Decken gewickelt, wimmernd unter seinem Karren verkrochen und die Tiere drängen sich mit zitternden Flanken eng aneinander. Tatsächlich ist dies das schwerste Unwetter, das sie jemals erlebt haben und mehrmals glauben sie, Borons Nähe förmlich fühlen zu können. Doch als der Morgen graut, hat sich der Sturm gelegt. Der Schnee schwebt sanft zu Boden, von Wind ist kaum etwas zu spüren. Mühsam arbeiten sie sich unter einer Schneewehe hervor und helfen der verstörten Ella auf die Beine. Von einem kleinen Hügel aus erkennen sie das ganze Ausmaß des Schadens, den der Schneesturm angerichtet hat. Vor ihnen, wo sich der Pfad erneut verengt und an einem Abgrund entlang führt, türmt sich der Schnee schritthoch. Es wäre wirklich lebensgefährlich, den Weg fortzusetzen. Das werden auch die Mönche in Arras de Mort einsehen müssen. Bald sind sie wieder auf Wanderschaft, diesmal aber in umgekehrter Richtung. Am späten Nachmittag ragen erneut die Zinnen des riesenhaften Bergfrieds über ihnen auf. Zum zweiten Mal hämmert ihre Faust gegen die schwere, eisenbeschlagene Pforte der Ordensburg. Wie, ich konnte nicht mal den Esel zurückkaufen? Also wir notieren uns jetzt, wir haben Ella gekauft, weil natürlich lasse ich die nicht zurück. 121. Ihr Blick wandert zum Tor in der Klostermauer. Noch immer können sie sich keinen Reim auf die ganze Sache machen. Was für einen Grund mag es geben, dass man hier in diesem abgelegenen Kloster ihren Gefährten Brennwir festhält? Ob ihn eine bestimmte Sache hierher geführt haben mag? Von Anfang an war ihnen die Burg unheimlich gewesen. Der finstere Orden, seine seltsamen Riten, ihre Gedanken werden jäh unterbrochen, als sich die Sichtluke öffnet. Bruder Horatius, der Pförtner, mustert sie eindringlich. Das Wetter, beginnen sie stockend. Es hat sich verschlechtert, der Pass ist zugeschneit. Wortlos entriegelt der Alte das schwere Eichentor, der linke Torflügel schwingt auf, schnell treten sie hindurch und Bruder Horatius lässt das Tor mit einem dumpfen Knall wieder zufallen. Vor ihnen ragt der Tempel auf, im schwachen Licht des anbrechenden Abends, aber er hat etwas Bedrohliches. Horatius murmelt. Wo die Schlafstätten sind, wisst ihr ja. Offenbar scheint er diesmal nicht gewillt, sie zu begleiten. Als er in den Eingang des Torturms verschwindet, stapfen sie durch den knöcheltiefen frischen Schnee, der die letzte noch freigeschaufelte Schneise bedeckt, auf die Stallanlage zu. 212. Während ihres Weges über den Hof eilen ihre Gedanken zu Brennwir. Ob er tatsächlich hier festgehalten wird? Dann besteht auch für sie große Gefahr. Sie müssen also vorsichtig sein, sehr vorsichtig. Horatius,
Er war genauso unheimlich wie schon bei ihrer ersten Ankunft und sie werden den Verdacht nicht los, dass er irgendetwas vermutet. Flüchtig kommt ihnen auf halbem Weg der Gedanke, sich noch einmal umzuwenden. Wenn sie dieser Regung nachgehen wollen, werfen sie einen kurzen Blick zum Tor zurück. Natürlich tun wir das. Wir sind neugierig. 166. Ihre Ahnung scheint berechtigt, denn was sie erspähen, trägt nicht gerade zu ihrer Beruhigung bei. Bruder Horatius ist über den Hof geeilt, auf die Bethalle zu. Dort spricht er mit einem Mönch in roter Robe. Es macht sie nur noch unruhiger, dass sie aufgrund der nahen Dunkelheit nicht ausmachen können, mit wem sich der alte Pförtner da unterhält. Sie fragen sich, ob sie sich im Schatten des Tempels näher an die zwei heranwagen sollen, 93, oder schnell ihren Weg fortsetzen, um keinen weiteren Verdacht zu erwecken. Ich werde mich jetzt an die heranwagen. 93 und mal gucken, was wir da zu sehen bekommen oder zu hören, wenn wir ihnen hinterher spionieren. Schnell huschen sie durch den Schnee zur Mauer des Tempels. Mit einem Blick in die Runde vergewissern sie sich, dass niemand sie beobachtet. Doch als sie sich wieder nach Norden wenden, um den Gesprächspartner des Pförtners kennenzulernen, werden sie enttäuscht. Dort, wo gerade noch zwei Männer standen, ist nun niemand mehr zu sehen. Missgelaunt gehen sie davon oder warten noch ein paar Augenblicke, denn so ganz in Luft aufgelöst können sich die zwei gestandenen Männer ja nicht haben. Naja, das wissen wir nicht, denn es ist uns schon mal passiert, nämlich im Stall. Wir warten bei 130 und gucken, was passiert. Die beiden Männer werden um den Tempel herumgegangen sein, mutmaßen sie. Vielleicht eilen sie gerade den Ostturm hoch, um sie in aller Ruhe vom Turm aus zu beobachten. Ihr Blick schweift auf dem imposanten Bauwerk empor. Um nicht noch mehr Fehler zu machen, lösen sie sich aus dem Schatten des Tempelturms und stapfen zum Gästehaus. Okay. Schweigend erreichen sie das wohlbekannte Haus und schauen sich im Untergeschoss nach einem Geweihten um. Unvermutet stoßen sie im Treppenaufgang auf die schwarzberobte Gestalt des Küchenwartes, den sie unter dem Namen Aegidius in Erinnerung haben. Haben wir das? Einen Augenblick lang glauben sie, Überraschung in seinen sonst so strengen Augen zu lesen. Dann ertönt eine sonore Stimme. Euch kenne ich doch. Ich brach gestern von hier auf, doch ein Schneesturm machte den Pass unzugänglich und zwang mich erneut, um Unterkunft für ein paar Nächte in diesen heiligen Mauern zu bitten. Ihre Worte gefallen ihnen sehr. Sie hören sich schon fast wie der gute Brennwir an. Die Miene des Küchenwarts zeigt keine Regung. Nehmt die Kammer, die ihr vorher schon bezogen hattet, meint er dann. Sie bedanken sich höflich, werden jedoch das Gefühl nicht los, dass Bruder Aegidius ihre erneute Ankunft mit Argwohn registriert hat. So. Nachdenklich begeben sie sich in die Kammer. Noch bevor sie in den heilsamen Schlaf sinken, denken sie an ihre erste Nacht in Arras Demot zurück. Wie merkwürdig das alles begonnen hatte. Brennwir hatte etwas ganz Bestimmtes hierher geführt. Da sind sie sich sicher. Mhm. Ja. 90. Der Schlaf hat ihnen gut getan, stellen sie fest, als sie das Lärmen der Klosterbewohner aus dem Bett holt. Gestärkt und tatendurstig fühlen sie sich nach dieser Nacht. Ihre Laune wird jedoch betrübt, als sie einen Blick nach draußen werfen. Düstere Wolken verhängen den Himmel und über Arras Demot liegt dicker Nebel. Nur undeutlich zeichnen sich die Silhouetten der Klostergebäude ab. Zahlreiche Novizen und Knechte sind mit dem Freischaufeln der Wege beschäftigt. Mägde schleppen Speisen vom Küchentrakt im Untergeschoss des Bergfrieds zum Gesindehaus und zum Speisesaal der Priester. Auf den Dächern der umliegenden Gebäude liegt dicker Schnee. Immerhin ist ihr Bleiben in der Burg gesichert. Bei diesem Wetter würde nur ein Verrückter über den Berg reisen. Naja gut, das heißt nicht, dass sie uns dort behalten. Sie behandeln ja auch die Dorfbewohner wie Scheiße. Als hätten sie eine düstere Ahnung von dem, was auf sie zukommt, verfinstert sich ihr Gemüt. Grimmig schreiten sie in die Brauerei hinab, wo zwei Knechte den Inhalt eines aufgeplatzten Fasses aufwischen. Es stinkt muffig nach abgestandenem Bier. Schnell eilen sie weiter hinüber zum Speiseraum im Gesindehaus. 152. Okay.
Im Beisein mehrerer hastig essender Mägde und Knechte nehmen sie das Mahl ein. Was nun? Von einem neuerlichen Rundgang auf der Ordensburg halten sie nicht viel. Nee, wir waren ja schon überall. Lieber würden sie ein bisschen mehr über den Orden in Erfahrung bringen. So beschließen sie, die ihnen eventuell bereits bekannte Magd Ida anzusprechen oder sich auf dem Hof nach einer geeigneten Person umzusehen. Ja, wir versuchen jetzt nochmal Ida. Und schauen mal, was die Frau uns zu erzählen hat. 122. Ihr Vorhaben, ein Gespräch mit Ida zu führen, scheint zunächst nicht durchführbar zu sein, denn im Gesindehaus können sie sie nicht entdecken. Erst als sie hinaus auf den Hof geschlendert sind und die Küche hinter den Ställen betreten haben, entdecken sie das flinke Mädchen inmitten zahlreicher anderer Mägde und Küchengehilfen. Ida ist zugleich bemüht, sich zu ihnen durchzuarbeiten. Hastig winkt sie in ihre Nische und fragt mit ängstlichem Blick, warum sind sie wieder hier? Die Frage behagt ihnen nicht und so murmeln sie nur, das Wetter. Ida nickt verständlich. Sag, Ida, hast du irgendetwas vernommen, seit ich weg war? Sie überlegt eine Weile. Schon fürchtet sie, bei ihrem Plausch entdeckt zu werden, als sie plötzlich heftig nickt. Ja, da war etwas. Kampfeslärm in der Nacht, bevor ihr abgereist seid. Aber ich kann jetzt nicht mehr davon erzählen. Die Arbeit ruft mich. Wir treffen uns heute Abend im großen Stall, ja? Ehe sie noch etwas sagen können, ist Ida wieder in der Küche verschwunden. Einmal lassen sie ihren Blick durch die große Küche schweifen, mustern die Öfen und Kamine und erstarren, als sie die große Gestalt des Küchenwarts in der breiten Eingangsöffnung erkennen, Bruder Egidius. Schnell verlassen sie die Nische und schlendern durch die Halle auf den Durchgang im hinteren Teil des Turmgeschosses zu. 195. Sie gelangen in einen großen Raum, dessen Maße denen der Küche entsprechen. In der Ecke ragen große Kamine auf und am Ende der Halle führt eine Wendeltreppe ins obere Geschoss. Ansonsten ist die Halle leer. Sie wissen zwar nicht genau, warum sie Bruder Egidius aus dem Weg gehen, aber irgendetwas an ihm gefällt ihnen nicht. Wohin also jetzt? Dass im Bergfried neben der Bibliothek auch die Halle der Schreiber untergebracht ist, haben sie bereits in Erfahrung gebracht. Ein müßiger Besuch dort reizt sie momentan freilich weniger. Gerade wollen sie sich wieder zum Gehen wenden, da bemerken sie den Küchenwart, der sich mit schnellen Schritten auf den Eingang der Halle zubewegt. Blitzschnell entscheiden sie sich, ob sie ihm abpassen wollen, sich im Schatten eines Kamins verbergen oder über die Wendeltreppe in das zweite Stockwerk eilen. Ach, wir eilen ins zweite Stockwerk. Was soll schon passieren? Ich meine, gut, wer weiß es schon so genau. 153. Die Treppe führt sie in die Halle der Skriptorin, in der sich die Mönche des Klosters den Schriften und Büchern widmen, die in der Bibliothek im obersten Stockwerk aufbewahrt werden. Abschriften werden gemacht, Übersetzungen versucht, alte Texte ausgelegt und Lehrreiches für den Unterricht der Novizen ausgewählt. In roter Hüterrobe wacht der Vorsteher von seinem Podest aus über die Arbeitenden. Über ihr Erscheinen scheint er, den Blicken nach zu urteilen, nicht besonders erfreut zu sein. Bevor sie genauere Beobachtungen machen können, hat auch Bruder Egidius die Wendeltreppe bewältigt, macht sich jedoch gleich auf den Weg ins obere Geschoss des Turmes, doch der Zutritt zur Bibliothek ist Fremden strengstens untersagt. Um keine weitere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, verlassen sie den Bergfried und kehren auf den Hof zurück. 215. Okay. Auf dem Klosterhof hat sich wenig verändert. Immer noch ein Bediensteter umher, um das Mittagsmahl vorzubereiten, die Wohnstätten zu säubern und den ständig niederrieselnden Neuschnee von den Wegen zu schaufeln. Da bis zum Mittag noch etwas Zeit bleibt, erwägen sie einen Besuch in dem großen Tempel. Es bietet sich aber auch eine Stippvisite im Westtrakt der Burg an. Ja, da waren wir, glaube ich, noch nicht. Dann gehen wir mal nach 154, denn im Tempel waren wir ja eigentlich schon. Es ist ja die Bethalle eigentlich. Mit zügigen Schritten durchmessen sie den Hof, um sich den Westtrakt genauer anzuschauen. Dort haben die Mönche vom Kreuzgang aus Zugang zu verschiedenen Gebäuden. Zum Wohngebäude der Novizen, an das sich eine kleine Kapelle anschließt, zum Dormitorium des Geweihten, zum Badehaus sowie zu einer kleinen Arztstube. Ja, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Interessiert schauen sie sich um und fragen sich, ob es ihnen wohl möglich wäre, in den Genuss eines warmen Bades zu kommen. Doch angesichts der Tatsache, dass das Mittagsmahl naht, beschließen sie, den Besuch des Badehauses auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Sie überlegen, ob sie vor dem Essen noch einen kleinen Erkundungsgang durch den Tempel machen oder sich nach dem Ertönen der Glocke im Gesindehaus einfinden sollten.
Ja, wir machen jetzt noch. Da, wir laufen jetzt dann auch durch den Tempel. 129. Durch den kleinen Eingang im südlichen Seitenschiff gelangen sie in das Innere des Gebäudes. Durch die Fenster fällt bei dieser schlechten Witterung nur spärliches Licht. Ihr Blick wandert zum halbkreisförmigen Altarraum, in dessen Mitte sich ein Opfertisch befindet. Zu beiden Seiten stehen die hohen Stühle der Hüter des Klosters. Längs der Wände des Hauptschiffs sehen sie verschiedene hölzerne Praios-Schreine, vor denen Novizen knien. Andere Adepten haben sich zum Beten in die Bankreihen niedergelassen. Opferkerzen flackern im Wind, der durch Türen und Fenster dringt. Jetzt entdeckt ihr Auge auch den Eingang zur Krypta, da waren wir schon mehrfach. Und sie spielen mit dem Gedanken, in die Gewölbe hinabzusteigen. Tun wir das. Andererseits naht das Mittagsmahl und so böte sich auch ein kurzer Rundgang durch den Westteil des Klosters an. 154, da waren wir schon. Haben sie diesen schon hinter sich, treibt sie der Hunger ins Gesindehaus. Ja, wir gehen trotzdem in die Krypta. So viel Hunger haben wir jetzt auch nicht. 190. Hier sind wir. Mit angehaltenem Atem steigen sie die Stufen der schmalen Wendeltreppe hinab, die sie direkt in die Krypta führt, und sehen sich bald umringt von schaurigen Fresken, grausigen Wandreliefs und Totenschreinen an den Seiten eines Säulengangs, der sich in der Dunkelheit der hinteren Krypta erstreckt. Sie verharren im Schutze der Fackeln gleich beim Aufgang. Der Gedanke an eine nähere Untersuchung der hinteren Gewölbe lässt sie zwar erschaudern, kitzelt andererseits jedoch ihren Heldenmut. 128. Oder wir können Mittagessen gehen. Wir gehen jetzt da rein, 128, und untersuchen jetzt mal die Krypta. Wir haben es ja schon so oft versucht, es ist uns nur nie gelungen. Mal sehen. Noch bevor sie an den Totenschreinen entlang gehen, erkennen sie, dass für eine genaue Inspektion des hinteren Kryptagewölbes die wenigen Fackeln im Eingangsbereich kein ausreichendes Licht spenden. Gerade wollen sie sich daran machen, eine der Fackeln aus ihrer Halterung zu lösen, als plötzlich die Mittagsglocke ertönt. Sie beschließen, besser pünktlich zum Mittagessen zu erscheinen und verschieben das Vorhaben auf den nächsten Tag. Also, ja, wir gehen ins Gesindehaus, wir müssen offensichtlich essen. Und am nächsten Tag vielleicht nochmal wiederkommen. Nach dem Mittagsmahl im Gesindehaus läutet die Glocke erneut und die Bewohner des Klosters strömen in den Tempel zur einstündigen Andacht, die sie noch in bester Erinnerung haben. Sie überlegen, ob sie den Versuch wagen sollen, der Zeremonie fernzubleiben. Ja, wir versuchen das jetzt mal, weil das war beim letzten Mal schon so furchtbar. 210, mal sehen, was passiert. Unauffällig warten sie, bis alle Bediensteten des Gesindehauses das Gesindehaus verlassen haben und treten erst dann auf den Hof. Dieser ist menschenleer. Zufrieden blicken sie sich um und wollen sich soeben aufmachen, einige Örtlichkeiten einmal in aller Ruhe in Augenschein zu nehmen, als die höhnische Stimme des Küchenwarts alle Pläne vorerst zunichte macht. Ihr wollt doch sicher die Andacht nicht verpassen, so sputet euch, ehe die Pforte sich schließt. Missgestimmt kommen sie der Aufforderung nach, auch wenn sie diesem Kerl am liebsten sonst was antworten würden. Immerhin wissen sie jetzt, dass Aegidius während der Messe außerhalb des Tempels zu bleiben pflegt. Trösten sie sich, während sie die Bethalle betreten. Ja, das ist super, dass wir das jetzt auch wissen. 125. Genau. Noch während Nicolas de Motte das Zeremoniell vor der versammelten Bewohnerschaft des Klosters mit einer Lobeshymne an den Sonnengott eröffnet, fallen ihnen wiederum die Augen zu. Sollte ihr Schlafbedürfnis darauf hinweisen, dass Boron die einzige Gottheit ist, zu der sie sich wirklich hingezogen fühlen? Erschreckt schüttelten sie den Kopf, aber da beschließt Hüter Nicolas bereits die Andacht und sie suchen die Schlafkammer auf 200. Okay. Ich gehe also mitten am Tag nach dem Mittagessen ins Bett. Kaum haben sie die Tür ihrer Keminate geschlossen. Das ist das falsche Wort. Keminate ist ein Frauentrakt in einer Burg.
als sie auch schon aufs Bett sinken und bis zum Abendessen noch eine gehörige Mütze Schlaf nehmen. Was? Mit dem Ertönen der Abendglocke werden sie wieder munter und kämpfen sich durch den Neuschnee zum Gesindehaus 94. Okay. Wer das geschrieben hat, der war sicherlich nicht inspiriert. Wie gewohnt speisen sie mit den Bediensteten des Klosters, die unter diesem Wetter gewiss schwer zu leiden haben. Immerhin müssen sie quer über den langen Hof Speisen herantragen, Fässer in den Speisesaal der Geweihten wuchten, die Wege reinigen und vieles mehr. Doch ihre Gedanken verweilen nicht lange bei diesem Thema. Draußen ist die Dämmerung des Nachmittags dem Dunkel des Abends gewichen und so naht der Zeitpunkt ihrer Verabredung. Sie fiebern... Welche Verabredung? Ach ja, ich treffe mich mit Ida. Sie fiebern diesem Treffen entgegen, denn wer weiß, was sich ihnen dort offenbaren wird. Nach dem Essen kehren sie zunächst in ihre Kammer zurück, um abzuwarten, bis das Kloster zur Ruhe gekommen ist. Aber ist es wirklich richtig, das Risiko einzugehen, sich jetzt mit jemandem draußen zu treffen? Sie lassen es doch lieber bleiben. Nein, sie schleichen sich vorsichtig aus dem Haus. Ja, wir schleichen uns vorsichtig aus dem Haus und dann sehen wir mal weiter. Leise verlassen sie ihre Kammer, hasten die Treppe hinab und durchqueren geräuschlos die Brauerei. Wenn sie mit einem Gehilfen namens Erkbert verabredet sind, nein. Haben sie mit der Magd Ida ein Treffen vereinbart, so laufen sie in den Stall unter 205. Das ist das, wo wir hinlaufen. Als sie den großen Stall erreichen, spähen sie angestrengt in die Dunkelheit der Nacht. Nach einiger Zeit entdecken sie im Schatten des Stalleingangs die Magd, die vor Aufregung oder Kälte ein leises Zähneklappern hören lässt. Glücklich, endlich einen angenehmen Gesprächspartner in diesem ungastlichen Mauern gefunden zu haben, treten sie zu ihr in den geschützten Schatten. Mit ritterlicher Geste bieten sie Ida an, unter ihren wärmenden Mantel zu schlüpfen. Ohne zu zögern nutzt die liebreizende Ida ihr nicht ganz selbstloses Angebot und während sie der immer noch zitternden Magd väterlich die eiskalten Arme reiben, beginnt sie zu erzählen. In der Nacht, bevor ihr abgereist seid, berichtet Ida, hörte eine Freundin von mir, die Magd Nina, aus dem Bergfried Lärm. Wie als wenn Männer dort raufen würden. Nina hat gleich nachgesehen, aber in der Küche und in dem Saal dahinter war niemand. Und die Geräusche kamen von unten, hat sie gesagt. Ich glaube, dass dort Gespenster am Werk sind. Ja, das wird sein. Ida zittert am ganzen Körper und schmiegt sich eng an sie. Was wollte Nina denn in der Nacht im Bergfried, fragen sie nach kurzer Pause. Sie hatte ein Treffen dort mit einem Mann, wispert Ida. Mit wem? Haken sie nach. Ida blickt zu Boden. Fest umschließen sie ihre Hände und wiederholen. Mit wem? Mit einem Novizen namens Alvir. Er hat ihr Geld geboten, flüstert Ida schließlich. Sie will Ida noch etwas erläutern, aber sie winken ab. Jetzt geh, Ida, sonst wirst du in der Kälte noch krank. Beenden sie das Gespräch. Das Mädchen schaut sie ein wenig enttäuscht an, dann läuft es durch den Schnee ins Nachbarhaus. Nachdenklich blicken sie ihm einen Augenblick nach, ehe sie sich wieder in ihrer Kammer zurückbegeben, um den Rest der Nacht im Bett zu verbringen. Morgen wollen sie sich um diesen Alvir bemühen und beschließen vorher, sich vom Schlaf übermannen zu lassen. Okay. 99. Unsanft rüttelt jemand an ihrem Arm, um sie zum Frühstück zu rufen. Tatsächlich hat ein neuer Tag begonnen, grauer und düsterer noch als der vergangene. Ungewaschen und müde eilen sie hinüber ins Gesindehaus. Nach dem Frühstück wollen sie ihre Morgentoilette und überlegen dann, was zu tun ist, vollenden. Langsam hat ihre Laune einen Tiefpunkt erreicht, der in ihnen den Wunsch aufkommen lässt, schleunigst von Arras de Mort zu verschwinden. Wenn sie diesem Empfinden nachgeben wollen, nein, können wir doch nicht, das Wetter ist so schlecht. Ist ihnen der Tatendurst doch nicht vergangen, lenken sie ihre Schritte in das Dormitorium der Novizen, wo sie auf Alvir zu treffen hoffen. Ist ihnen dieser Name, doch, der ist mir ein Begriff, deswegen gehen wir jetzt noch zu 180 und gucken mal, ob wir diesen Alvir sehen und ihm auf den Zahn fühlen können. 180. Nummer 180. Sie betreten das Schlaf- und Wohngebäude der jungen Novizen und fragen einen der geweihten Anwärter, der gerade damit beschäftigt ist, den Boden zu reinigen, nach dem Zimmer eines gewissen Alvirs.
Er gibt ihnen eine knapp präzise Beschreibung und ohne lange zu suchen, finden sie Alvirs Kammer. Sie klopfen an und man öffnet die Tür. »Seid ihr der Novize Alvir?«, fragen sie einen verdutzt dreinschauenden jungen Burschen. »Ja, der bin ich wohl. Wie kann ich euch zu Diensten sein, meine Dame?«, erkundigt sich Alvir höflich. »Lasst mich ein, denn ich möchte gern mit euch in aller Stille ein paar Worte wechseln.« Dieser Aufforderung kommt Alvir mit einem nervösen Nicken nach. Gehen Sie zu 218. Dann sehen wir mal 218. Die Kammer, in der sie der Novize führt, ist sehr schlicht eingerichtet. Außer vier klapprigen Holzpritschen, vier, und vier Spinden an den Wänden befindet sich nur noch ein kleiner runder Tisch im Zimmer, auf dem ein schmuckloser Kerzenständer steht. Die übrigen Bewohner scheinen ihren Arbeiten nachzugehen, darum sind sie nicht anwesend. Ich interessiere mich für eure Aufgaben innerhalb dieser ehrwürdigen Mauern, Novize des Anbetungswürdigen. Versuchen Sie, dem sichtlich beunruhigten Jungen glaubhaft zu machen. Während Sie seinen Ausführungen nur scheinbar Gehör schenken, überlegen Sie sich insgeheim, ob Sie das Risiko eingehen sollten, Alvir nach dem Schicksal Brennwirs zu fragen und bei 172 weiterzulesen. Wenn Sie sich jedoch scheuen, so viel von Ihrem wahren Absichten preiszugeben, empfiehlt es sich, den Novizen erst einmal weiterplappern zu lassen. Seite 103. Ja, jetzt hören wir dem erstmal zu, denn manchmal erzählen Leute ja wichtige Sachen, ohne dass sie es merken. 103. Moment. Alvir erzählt ihnen von seinem Alltag auf Arras de Mott und freut sich sichtlich, endlich einmal einen Gesprächspartner gefunden zu haben, der sich nicht nur für die religiösen Aspekte seines Lebens interessiert. Naja, und dann flitzte ich also zusammen mit meinem Freund Raoul, was das Zeug hielt, denn dem verknöcherten Torwächter wollten wir nicht unbedingt in die Hände fallen. Das war ein, unterbricht Alvir plötzlich seine Erzählung, zutiefst erschrocken. Erstaunt drehen sie sich in Alvirs Blickrichtung um und erkennen Egidius, den Küchenmeister, der drohend im Türrahmen steht. »Ich brauche dich in der Küche«, sagt er streng. Und augenblicklich folgt ihm Alvir aus dem Zimmer. Fast unverrichteter Dinge gehen sie in ihre Kammer zurück und lassen sich grübelnd bis zum Ertönen der Mittagsglocke auf ihrer Pritsche nieder. Wir hatten noch gerade erst gegessen. Na gut. 181. Okay. Während des Mittags tobt sich draußen ein Schneesturm aus, der die Bediensteten fluchen lässt. Das bedeutet erneut Arbeit. Ihre Gedanken sind bei Brennwir. Immer noch ist ihnen sein Aufenthaltsort unbekannt. Und wie wenig wissen sie über den Grund seines Hierseins? Immerhin haben sie ein paar Hinweise zusammengetragen, aus denen sich vielleicht ein ganzes Bild ergeben könnte, wenn man nur die fehlenden Stücke ergänzen könnte. Nee, wir haben überhaupt nichts zusammengetragen. Sie beschließen nach der Andacht, den Spuren nachzugehen und erheben sich, als die Glocke des Tempels läutet. Wieder eine Andacht. 115. Die Betstunde, der nahezu alle Burgbewohner beiwohnen, unterscheidet sich kaum von den Andachten der Tage zuvor. Erleichtert eilen sie aus dem Gotteshaus, als der oberste Lehrmeister den Gottesdienst nach mehr als einer Stunde beendet hat. Anschließend blicken sie sich auf dem Hof um. Der Sturm ist vorbei. Ein milder Wind treibt den frischen Schnee an den Gebäuden entlang und überall sehen sie die gleiche Geschäftigkeit wie zu jeder anderen Tagesstunde. Sie verspüren zu ihrem Erstaunen einen Augenblick lang das wohlige Kribbeln auch fleischlicher Lust und erwägen diesem natürlichen Trieb, bei einer ihnen bekannten Dirne auf dem Dorf nachzugehen. Was? Nein. Eine Erkundung der Krypta könnte helfen, diesem Verlangen. Nein, wir gehen nicht nochmal in die Krypta. Sie können auch den Novizen Alvir erneut besuchen, um das Gespräch wieder aufzunehmen. Okay, das ist ja super strange, oder? 206. So sehr sie auch suchen, ihnen gelingt es nicht, Alvir aufzutreiben. Nach einer guten Stunde brechen sie die Suche ab. Durchgefroren halten sie vor dem Hauptportal des Prios-Tempels inne und überlegen, ob sie noch schnell in die Krypta steigen sollen, sofern sie das nicht schon getan haben oder im Badehaus ihrem Körper Gutes tun. Wir steigen jetzt nochmal in die Krypta, 182. Vielleicht kommen wir ja dieses Mal weiter. Vom Innenraum der Bethalle steigen sie in die Gruft hinab und blicken im flackernden Licht der Fackeln auf die lange Reihe der Totenschreine. Gespenstige Ruhe herrscht hier unten, wo die würdigen Mönche, die Ordenshüter und berühmten Pilger zur Ruhe gebettet haben. Zögernd lösen sie eine Fackel aus der Halterung und folgen den Schreinen in die Dunkelheit. Ich glaube, so weit waren wir noch nicht. Nach mehreren Schritten hören sie vor sich ein Geräusch. Sie zucken unwillkürlich zusammen und versuchen, mit der Fackel vorauszuleuchten.
Gebannt starren sie auf die Gestalt, die zusammengekrümmt vor einem Reliquienschrein hockt und Gebete stammelt. Im Licht ihrer Fackel erkennen sie einen alten Mönch, der sie aus trüben Augen anstarrt. »Fort, verschwindet, alleine sein will ich, geht!« krächzt er ihnen entgegen. Erschaudernd weichen sie zurück. »Verschwindet!« Sie beeilen sich zurück, zum Eingang der Krypta zu gelangen, befestigen die Fackel und verlassen die Gruft. Ein paar tiefe Atemzüge lassen sie wieder zu klaren Gedanken kommen. Solange der Alte dort unten betet, können sie nicht ungestört in der Gruft forschen. Sie fassen folgende Möglichkeiten ins Auge. Die Zeit zu überbrücken, einen aufregenden Besuch bei der Dirne im Ort, Allweh suchen oder nochmal baden gehen. Jetzt geh mal baden. Also das mit dieser Dirne stört mich also wirklich stark. Unmöglich. Moment. Hier. Schon als sie sich dem Badehaus nähern, dringt ihnen die Wärme der Kesselfeuer entgegen. Ein geschäftiger Mönch legt Hölzer nach, heizt Kessel ein und weist zwei Gehilfen an, die schweren Wannen nach dem Bad im Hof auszuleeren. Nach einer Weile ist es soweit und sie können Platz nehmen. Mit wohligem Seufzen tauchen sie in das warme Wasser ein. Hinter den Vorhängen machen sie es sich für eine gute Stunde bequem und seifen sich dann notdürftig ein. Als sie wieder aus der Kabine treten, sind sie nicht der Einzige, der ein Bad beendet hat. Keine zwei Schritte entfernt trocknet sich ein unglaublich fetter Ordensbruder den Leib und feixt sie breit an. Sie wenden sich irritiert ab, legen ihre Kleider an und eilen auf den Hof zurück. 161. Okay. Mittlerweile ist es später Nachmittag und das Abendessen nicht mehr fern, sodass sie recht ziellos umherstreifen. Für eine Kryptoerkundung würde die Zeit nicht mehr reichen. Naja, ich meine, wir fliegen ja eh jedes Mal raus. Zudem halten viele Mönche derzeit im Tempel ihr Abendgebet ab. Die Abendglocke hören sie von der Latrine aus. Anschließend bekommt ihnen das Essen im Gesindehaus umso besser und munter beschließen sie, noch einen Spaziergang über den Hof zu unternehmen. An der Nordseite des Gotteshauses entlang schlängelt sich ein kleiner Weg durch ein Gräberfeld. Im Abenddunkel wirken die schneebedeckten Statuetten und Boronsräder ein wenig unheimlich, sodass sie sich unwillkürlich beeilen, das Ende des Pfades zu erreichen. Plötzlich jedoch stocken sie. Zwischen hohen Grabsäulen zeichnen sich die Silhouetten zweier Männer ab, die sie ob der Dunkelheit nicht zu erkennen vermögen. Die beiden Ordensbrüder... Ach ja, ich erkenne aber, dass es Ordensbrüder sind. Scheinen miteinander zu verhandeln. Neugierig huschen sie näher heran und kauern sich hinter einen der kantigen Steine oder sie ignorieren die beiden. Ja, wir nähern uns natürlich. Das ist ja logisch. 100. Von ihrem neuen Standort aus können sie Einzelheiten erspähen, die ihnen zu denken geben. Der eine Mann trägt eine rote Robe. Ein Hüter. Er überreicht dem anderen, der die Robe eines Novizen trägt, ein Kräuterbüschel. Hier, hören sie ihn flüstern. Aber benutze es sparsam, sonst versagen euch die Sinne und euer Geist zerbirst. Der Novize nickt. Sie erahnen, um was es sich bei dem Geschäft handelt. Rauschkräuter. Dann ist der im Hütergewand gewiss der Bruder Botanicus. Sie kommen nicht dazu, ihre Gedanken weiter zu spinnen, denn plötzlich hasten die zwei auseinander, so als hätte sie jemand entdeckt. Sie müssen sich entscheiden, ob sie einem der Männer verfolgen oder die zwei ihrer Wege ziehen lassen. Ja, wir verfolgen einen. 144. Mal sehen. Wollen sie dem Novizen nacheilen, der auf das Dormitorium an der Westmauer zuläuft, oder dem rotgewandeten Hüter folgen, der das Gräberfeld in Richtung Osten verlassen hat? 108. Na, wir gehen jetzt mal dem Hüter hinterher. Und reden mal mit dem. 108. Mal sehen. Langsam schleichen sie an den Botanicus heran, der ihnen den Rücken zuwendet und sich anscheinend freudig die Hände reibt. Obwohl sie sich größte Mühe geben, kein Geräusch zu verursachen, treten sie aus Versehen auf einen Reisigzweig. Natürlich. So schnell wie es sein Alter zulässt, fährt der Botanicus herum, verliert dabei das Gleichgewicht und schlägt stöhnend auf den Boden. Geistesgegenwärtig springen sie herbei und halten ihm den Mund zu. »Was wollt ihr von mir?« stößt der Hüter mit rotem Gesicht hervor, als sie ihm auf die Beine helfen. Ohne sie seine Frage überhaupt beantworten zu lassen, fleht Konradin sie an, ihn nicht zu verraten. Wohl hat er panische Angst vor der Klosterleitung, für sein Tun zur Verantwortung gezogen zu werden. Ja, und berechtigterweise, der ist ein Drogendealer. Sagt mir, was ich wissen will, und ich lasse euch unbehelligt ziehen, zischen sie dem zitternden, leichten, blassen Mann zu. Ohne lange zu überlegen, stimmt der Botanicus mit einem Kopfnicken zu. Ihre Fragen bezüglich Brennwir, dessen Verschwinden und jetzigem Aufenthaltsort, kann Konradin allesamt befriedigend beantworten.
Euer Freund befindet sich in dem geheimen Kerker unterm Badehaus. Der hohe Lehrmeister selbst, Hüter Nicola, verfügte ihn dort einzusperren. Nachdem man diesen Brennwir bei einem Diebstahl ertappt hatte. Glaubt mir, das ist alles, was ich weiß. Bitte meldet mich nicht dem Hüter Nicola, bitte. Da sie genug von Konradin erfahren haben, lassen sie von ihm ab und kehren zufrieden in ihre Kammer zurück, um kurz darauf in einen erholsamen Schlaf zu sinken. Also wie, Brennwir ist eingesperrt in einem geheimen Kerker unter dem Badehaus. Weil er einen Diebstahl begangen hat. Das ist ja, aha, da bin ich jetzt ja mal gespannt. 173, wir schlafen jetzt gut. Der nächste Morgen scheint eine große Überraschung für sie bereitzuhalten. Als sie sich angezogen haben und in das Gesindehaus eilen, um dort ihr Frühstück einzunehmen, können sie auf den Gängen kaum ein Geräusch, geschweige denn... Was? Kein Geräusch? Geschweige denn das gewohnte morgendliche Geschnatter der Mägde hören. Sehr zu ihrem Erstaunen sind bereits alle Bediensteten im Speiseraum des Gesindehauses versammelt und löffeln stumm ihre Brotsuppe. Ab und zu ist ein leises Murmeln zu vernehmen. Seltsam berührt setzen sie sich zu einem der Knechte. Freund, was ist vorgefallen? Erkundigen sie sich mit vorgehaltener Hand bei ihrem Tischnachbarn. Wisst ihr es etwa noch nicht? Erwidert der Knecht mit einem Ausdruck sichtlichen Erstaunens. Nein, was ist denn passiert? So sag doch! Der dickliche Knecht, der sich Götz nennt, vermutlich heißt er auch so, berichtet ihnen von einem Todesfall, der sich in dieser Nacht in der Krypta ereignet hat. Entsetzt folgen sie seinem Bericht. Ein junger Novize namens Anvir habe sich selbst erhängt. Man hätte seine Leiche mit einem Strick um den Hals heute Morgen im hinteren Gewölbe der Krypta gefunden. Entsetzt erkennen sie, dass es sich bei diesem Bedauernswerten nur um den ihnen bereits bekannten Alvir handeln kann. Ah. Während Götz sich weiter für die möglichen Todesursachen des Knaben auslässt, schweifen ihre Gedanken in weite Ferne. War es vielleicht gar kein Selbstmord? Warum sollte sich dieser junge Mann einfach umbringen? Könnte nicht gar der finstere Egidius den Jungen getötet oder ihn zumindest in den Selbstmord getrieben haben? Nein, einen Mord können sie so recht keinem der Mönche zutrauen. Und sie verwerfen diese törichte Idee wieder. Die Tempelglocke schreckt sie aus ihren Überlegungen auf und sie schließen sich den anderen an, die zum Tempel strömen, um dort an einer Totenmesse teilzunehmen. Naja, endlich passiert mal irgendwas hier. Wir machen bei 116 weiter. Zu dieser Zeremonie sind nicht nur Mönche und Novizen erschienen. Auch das gesamte Gesinde des Klosters hat sich in dem großen Gotteshaus eingefunden. Die Feierlichkeiten sind bereits in vollem Gange, doch sie können den Gebeten der Gläubigen nicht folgen. Wogen der Gefühle stürzen auf sie herab und scheinen ihnen die Luft zum Atmen zu rauben. Sie machen sich bitterste Vorwürfe, da sie ihr Gespräch mit Alvi und ihre Entdeckung durch den mysteriösen Küchenmeister Egidius für den Grund des Freitods halten. Nee, tue ich nicht. Aufgewühlt verlassen sie ihren Platz, um sich an einem Altar im Seitenschiff ganz dem heilenden Segen des Sonnengottes hinzugeben. Während sie in andächtiger Stille auf dem Bauch liegend beten, können sie nicht verhindern, dass ihnen Tränen der Verzweiflung über das Gesicht rinnen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben hier. Ihre Lippen formen lautlose Worte, als sie Praios um Erkenntnis über die geschehenen Dinge anflehen. Die ehrfurchtsvolle Atmosphäre um sie herum scheint sich zu verdichten und erstaunt stellen sie fest, dass sie sich von allen weltlichen Empfindungen zu lösen scheinen und reines Licht in ihrem Leib und in ihre Seele dringt. Das ist ja super. Nahtoderfahrung 91. Sie schlagen die Augen auf, als Hände ihren Kopf berühren. Verwirrt blicken sie sich um und erkennen sie verschwommen die Umrisse einiger Mönche und Mägde, die sie besorgt anschauen. Mühsam erheben sie sich und setzen sich auf eine Bank. Die Andacht ist schon vorbei. Wie lange mag ihre Lichtvision gedauert haben? Warum hat sich der Sonnengott ausgerechnet ihnen, einem völlig unbedeutenden Abenteurer, geoffenbart? Aufgewühlt wanken sie zu ihrer Unterkunft. Bruder Egidius steht auf dem Hof und wacht darüber, dass alle Personen auf der Ordensburg die Zeit bis zum Mittag in ihren Kammern verbringen, um des toten Novizen zu gedenken. Auch sie werden sich diesem Gebot zähneknirschend beugen müssen. 183. Gegen Mittag klopfen sie an die Kammer. Ein Küchenbursche bringt ihnen ein karges Mahl auf einer hölzernen Platte. Sie bedanken sich, lassen sich auf dem Bett nieder und schlürfen ihre Suppe. Kein Laut dringt von außen zu ihnen herein. Die Nacht ist bereits angebrochen, als sie überlegen, was zu tun ist. Wollen sie das Wagnis eingehen und die Krypta eingehend erforschen? Schon wieder? Oder lieber ins Badehaus schleichen?
Freilich können sie auch die Dinge auf sich... Wir schleichen jetzt mal ins Badehaus, denn wir wissen ja, dass der Gute dort irgendwo angeblich eingekerkert ist. Deswegen sind wir ja hier. Wir wollen ja diesen Idioten finden, der uns einfach hat sitzen lassen. Aus welchen Gründen auch immer wir ihn suchen. Vorsichtig schleichen Sie zum Badehaus hinüber, so leise wie es Ihnen möglich ist, untersuchen Sie im Schein Ihrer Kerze das Gebäude. Schon nach kurzer Zeit entdecken Sie, dass sich in der Bodenwanne eines gewaltigen Waschzubers ein Griff befindet. Mit klopfendem Herzen öffnen Sie die Tür zu Ihrem Treppenschacht, der sich unter dem Wannenboden verbirgt. Leises Stimmengemurmel dringt zu Ihnen herauf. Todesmutig steigen Sie hinab und können nach wenigen Metern im Schein mehrerer Fackeln ein Kellergewölbe ausmachen. Nur wenige Schritte vom Fuß der Treppe entfernt beginnt ein schmaler Gang, auf dessen rechter Seite mehrere vergitterte Zellen gelegen sind. Ah ja. Den Zellen gegenüber befindet sich eine Wachstube. Darin erkennen Sie zwei Mönche, die Hellebarden in greifbarer Nähe haben. Die zwei sind so sehr in eine Unterhaltung vertieft, dass Sie sie noch nicht einmal bemerken. Ihre Augen wandern wieder zu den Zellen hinüber. Da entdecken Sie Brennwir. In der ersten Zelle, nur wenige Schritte von Ihnen entfernt, schläft Ihr Gefährte auf einer harten Pritsche. Jetzt haben Sie Gewissheit. Doch wie können Sie ihm helfen? Ratlos zermartern Sie Ihr Hirn. Zumindest zeigen wollen Sie sich Brennwir, um ihm Mut zu machen. Dann kommt Ihnen ein glänzender Einfall. Schnee. Sie schleichen zurück nach draußen, nehmen... Das ist ja wirklich eine... Ich würde da nie rausschleichen, um dann wieder zurückzukommen. Sie schleichen zurück nach draußen, nehmen eine Handvoll Schnee und formen einen kleinen Ball. Anschließend kehren sie zum Fuß der Treppe zurück und holen tief Luft. Der Wurf muss treffen, sonst war alles vergeben. Die Ordensbrüder sind mit sich beschäftigt, stellen sie erleichtert fest. Dann werfen sie den Schneeball durch das Gitter und treffen Brennwir direkt am Kopf. Dieser fährt hoch, fasst sich an die Schläfe und mustert den Gang. Dann hat er sie erblickt und seine Miene hält sich auf. Sie machen eine warnende Geste und Brennwir nickt. Doch da hebt seine Stimme einen volltönenden Gesang an. Sie weichen erschrocken zurück und lauschen dem ihnen wohlbekannten Lied, das Brennwir vorträgt. Oje. Doch leid, das traf ihn selber. Er fand sich in ein Kerker. Geheime Sach, die wusste sehr. Ze unmurt von der Kloster her. Aha. Ihr Gefährte lässt sich durch die Drohungen und Flüche der Mönche nicht beirren und endet mit einem lustigen Zwinkern, das offenbar ihnen gilt. Seltsam, diese Strophe scheint ihnen irgendwie nicht in Brennwirs Lied zu passen. Er muss sie in Hast erdichtet, sich soeben ausgedacht haben. Ah, schlau. Darum konnten sie die alte Sprache diesmal auch viel besser verstehen und die Wachen hoffentlich nicht. Um keine Entdeckung zu riskieren, schleichen sie zurück ins Badehaus und grübeln auf dem Rückweg in ihre Kammer über den Inhalt der Strophe nach, die Brennwir zum Besten gegeben hat. Flüchtig kommt ihnen der Gedanke, in der Krypta einen Besuch abzustatten, sofern sie diese noch nicht eingehend inspiziert haben. Naja, eingehend davon kann keine Rede sein. Wir machen es jetzt nochmal. 95, wir gehen zur Krypta. Vielleicht kommen wir jetzt ja mal weiter. Oder war das die, wo wir schon mal waren? Sie fassen sich ein Herz und huschen geduckt über den Hof zum Tempel. Diesen betreten sie durch das Seitenportal, das zu ihrem Glück unverschlossen ist. Auf der Treppe zur Krypta entzünden sie eine mitgebrachte Kerze und steigen mutig in die dunkle Gruft. Außer ihrer Kerze erhält hier sonst unten keine Lichtquelle das undurchdringliche Dunkel. Mit stockendem Atem blicken sie sich in dem Gewölbe um und erschaudern beim Anblick der hässlichen Freske und Totenschreine. Es riecht unangenehm süßlich und ängstlich arbeiten sie sich vor, wobei sie keinen Winkel unerforscht lassen. Da sehen sie auf einem der Schreine einen Strick liegen, der zu einer Schlinge gedreht wurde. Entsetzt wenden sie sich ab, denn es fällt ihnen nicht schwer zu erraten, wozu dieser Strick unlängst gedient hatte. Sie reißen sich zusammen und untersuchen die Krypta von oben bis unten, aber sie finden nichts von besonderem Interesse. Sie verlassen die Gruft und atmen draußen gierig die kalte Luft ein. Obwohl sie noch nicht besonders müde sind, spielen sie mit dem Gedanken, in ihr Zimmer zurückzukehren. Andererseits würde es sich vielleicht auch ein Besuch im Badehaus lohnen. Nein, da waren wir schon. Jetzt gehen wir mal zurück. 207. Das ist, ja. Die Nacht vergeht ohne weitere Störungen. Sie nehmen das Frühstück ein, wo sie eventuell eine junge Magd namens Ida anspricht, sofern sie diese kennen. Ansonsten überlegen sie sich nach einem kleinen Spaziergang an der angenehmen... die Ida lassen wir uns jetzt mal ansprechen. 120, mal sehen, was sie uns zu erzählen hat. Mit finsterer Miene tritt Ida an ihren Tisch heran. Ich verlange, mit euch sprechen zu dürfen. Oh, jetzt geht's aber los, junge Frau. Trägt sie in einem ungewohnt selbstbewussten Ton vor. Ich merke das schon. Überrascht blicken sie das Mädchen an. Sie beendet ihre Mahlzeit und sagen, gut,
folg mir in mein Zimmer, da sind wir ungestört. Trotzig flackern Idas Augen auf, doch dann begleitet sie sie in ihre Kammer. Nun, was hast du mir zu sagen, haken sie neugierig nach. Idas Mienenspiel schlägt in deutliche Verzweiflung um. Und sie muss hart an sich halten, um ihren Tränen nicht freien Lauf zu lassen. Verdutzt hören sie sich die Vorwürfe an, die sie sich auf jenen Abend beziehen, an dem Ida sie in Alvias und Ninas Geheimnis einweihte. Ihr habt mich schändlich betrogen und mein Vertrauen missbraucht, indem ihr das Geheimnis nicht für euch behalten konntet und Alvia gleich damit bloßgestellt habt. Ida fängt hemmungslos an zu weinen und obwohl sie sich die größte Mühe geben, die Dinge richtig zu stellen, werden sie von der Magd zornig zurückgewiesen. Ich will euch nie mehr sehen und ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ja gut, dann nicht. Und mit diesen Worten rennt Ida aus dem Zimmer. Verwirrt und nachdenklich ziehen sie in Erwägung, Arastemort samt aller seiner Mitbewohner für immer aus ihrem Herzen zu streichen und einfach die Ordensburg zu verlassen. Ja, ich... Andererseits fühlen sie sich Brennwir immer noch verpflichtet. Und wollen ihn nicht einfach im Stich lassen. Vielleicht sollten sie erst einmal den Tempel aufsuchen, um in aller Abgeschiedenheit über das Geschehene nachzudenken. Wenn sie jedoch vorhaben, jetzt gleich mit ihren Ermittlungen fortzufahren, sollten sie sich am besten mit dem Novizen Finbar oder dem Bruder Botanicus nach Neuigkeiten austauschen. Falls ihnen einer der beiden noch einen Gefallen schuldig ist. Ja, der Bruder Botanicus auf jeden Fall, weil ich ihn nämlich nicht verraten habe bisher. Das lässt sich aber noch ändern. 97, schauen wir doch mal. Den Botanicus Konradin finden sie im Kräutergarten, wo er ein Beet mit Stroh abdeckt. Auf die Frage nach Alvias Tod spricht er von der Verzweiflungstat einer armen Seele. Will seine Worte aber nicht erläutern. Außerdem warnt er sie sehr eindringlich, ihn weiter zu belästigen, sonst würde er ihr Interesse an dem Gefangenen, dem hohen Lehrmeister Nicola de Mott, melden. Verstehend nicken sie und werden sich klar, dass sich der Hüter der Gärten trotz ihres Wissens um seinen Rauschkraut handeln, nicht weiter als Informant benutzen lässt. Ein wenig nachdenklich schlendern sie in den Tempel, um zu beten und über die Vision vom Vortag nachzudenken. 184. Gut, dann schauen wir doch mal. Ja. Während sie in andächtiger Stille im Tempel sitzen, wissen sie, dass es eine gute Entscheidung war, hierher zu kommen. Langsam geraten ihre Gedanken wieder in geordnete Bahnen. Ihnen ist mittlerweile klar geworden, dass sich ihr Freund innerhalb der Mauern von Arras dem Mord befinden muss. Das wissen wir. Nur der Grund für seine Gefangennahme ist immer noch sehr undurchsichtig. Sie blicken sich um, da sie sich auf unerklärliche Weise beobachtet fühlen und können gerade noch die rote Robe eines Hüters erkennen, der sich flink in den Schatten einer Säule zurückzieht. Sie sind irritiert. Was wollte dieser Mönch dort? Niemand außer ihnen beiden ist im Tempel, also was anderes hat der Mann im Sinn, als ihn nachzuspionieren? Was bilden sich diese Hüter eigentlich ein, sie auf Schritt und Tritt zu verfolgen? Einfach eine Unverschämtheit. Sie brennen darauf, jetzt sofort zum Hohen Lehrmeister zu gehen und ihm ihre Meinung zu sagen. Oder sie halten ihre Rachegelüste im Zaum, mischen sich am besten ein wenig unter Menschen und gehen zum Mittagessen. 101. Okay, wir gehen essen. Aufgewühlt nehmen sie ihr Mittagessen zu sich und üben sich in Schweigsamkeit. Auch die Andacht verfolgen sie nur geistesabwesend. Wenn sie nur wüssten, wie sie über die vertrackte Situation wieder die Oberhand gewinnen können. Möglicherweise sollten sie dem Bergfried noch einmal ihre Aufmerksamkeit schenken und dort nach Hinweisen zu suchen, die sie weiterbringen könnten. Ich glaube nicht, dass wir da schon waren. Zumindest nicht intensiv. Wenn sie es für sinnvoller halten, sich unter den Novizen nach Alvias Schicksal zu erkundigen, so sollten sie es am besten im Wohnheim der Novizen versuchen oder sich mit dem Knecht Erkbert in Verbindung setzen, so ihnen dieser Name bekannt ist. Wir können auch einfach aufs Abendessen warten. Dann gehen wir doch nochmal in den Bergfried, 133. Sie durchqueren die Küche im Erdgeschoss des Bergfrieds. In der Kaminhalle treffen sie zu ihrem Erstaunen auf Bruder Ansgar, der ihnen als Kellermeister bekannt ist. Dieser tritt sofort auf sie zu, ganz als habe er sie erwartet. Als Gast des Klosters verweilt ihr nun schon einige Tage hier und lasst es euch wohlergehen in diesen Mauern. Leider ist es nicht möglich, euch weiterhin kostenlos Unterkunft und Mahlzeiten zu bieten. Es ist Zeit für eine angemessene Spende in den Opferstock. Dies überrascht sie nicht wenig, aber warum sagt ihnen das der Kellermeister und warum gerade jetzt? Unter Ansgars Augen den Bergfried zu erkunden, birgt ein zu großes Risiko. Bis zum Abend bleibt ihnen der Versuch, sich unter den Novizen nach Alvias Todesursache zu erkundigen. Ja, das machen wir jetzt auch. Wir warten nicht einfach nur aufs Christkind, besprich Abendessen, sondern wir fragen rum. 158. Während sie mal hier, mal da unter den Novizen nach Alvias Schicksal fragen, kommen ihnen die unterschiedlichsten Gerüchte zu Ohren.
Sie hören haarsträubende Spekulationen über einen eifersüchtigen Nebenbuhler, der Alvi heimtückisch ermordet haben soll, um das Amt des Bibliothekarsgehilfen für sich beanspruchen zu können. Auch die Geschichte, in der Alvi einen Anfall von Wahnsinn erlegen sein soll, wegen der Geister der Toten in der Krypta und einem Geheimgang in die Gruft, der in die sagenhafte Schatzkammer von Arras Demot führt, halten sie für nicht besonders glaubhaft. Schon wesentlich wahrscheinlicher erscheint ihnen das Gerücht, dass Alvi sehr unter einer unkeuschen Verfehlung gelitten habe und seinem jungen Leben deshalb ein Ende setzte. Wenn sie die Zeit bis zum Essen nicht ungenutzt verstreichen lassen wollen, können sie sich noch einmal der Untersuchung des Bergfrieds widmen. Oder den Knecht Erkbert, so sie diesen Burschen kennen. Nicht wirklich. Jetzt schauen wir mal, waren wir nicht gerade schon bei 133? Ja, genau. Dann gehen wir jetzt zum Abendessen 204, weil diesen Erkbert kennen wir ja nicht. Ich weiß ja nicht, wer das ist, der Mann. Mal sehen. 204. Die Abendglocke ruft alle zu Tisch. Sie verschlingen hastig ihre karge Mahlzeit und eilen dann auf ihr Zimmer, um sich ihren Plan zurechtzulegen. Sie ziehen gerade einen gewaltsamen Ausbruchsversuch in Erwägung, um Brennwirt zu helfen, als sie lautes Gepolter und aufgeregte Schreie vom Hof vernehmen. Neugierig werfen sie einen Blick aus dem Fenster. Zu ihrem größten Erstaunen ist der Hof taghell erleuchtet und die Bewohnerschaft des Klosters ist vollständig versammelt. Unter ohrenbetäubendem Lärm reitet ein gutes Dutzend Geharnischte in den Hof. Ihnen stockt der Atem und schreckliches Ahnend eilen sie hinaus, um sich die Sache genauer anzuschauen. Als sie draußen ankommen, reitet gerade ein würdevoll und bedrohlich zugleich aussehender Mann auf den Hof. Mit kriegerischem Schneid springen die Männer von ihren Pferden um den Mann. Und der Mann, den sie für einen Diplomaten halten, geht auf den hohen Lehrmeister zu, der sich demutsvoll vor ihm verbeugt. Verwundert treten sie näher heran und erkennen mit Schrecken, um wen es sich bei den neuen Gästen handelt. Auf den Uniformen der Eskorte erblicken sie die Wappen der Heiligen Inquisition. 102. Verwirrt müssen sie einen Geschmack wie nach Galle hinunterschlucken. Ihre Gedanken beginnen, um die Frage zu kreisen, was die Inquisition wohl in diesem abgeschiedenen Kloster zu suchen hat, und die in Frage kommenden Gründe beunruhigen sie sehr. Ein Knecht führt die Pferde der Soldaten in den Stall und ein Knappe mit auffallend langem braunen Haar überreicht dem Stellvertreter Nicolas de Motz, dem Proviantmeister, einen Falkenkäfig. Ein Falke? Angestrengt kramen sie in ihrer Erinnerung. Wo hatten sie dieses Tier gesehen? Dann dämmerte es ihnen. Am Morgen nach Brennwirs Verschwinden entließ der hohe Lehrmeister einen Botenfalken. Sollte er etwa die Inquisition verständigt haben? Die Gruppe zieht sich, angeführt von Hüter Nicolas de Motte, in das Dormitorium der Priester und Geweihten zurück. Kurz darauf kommen 8 Bewaffnete aus dem Gebäude, die sich auf dem Gelände verteilen und Wache halten. Unter diesem Aspekt scheint ihnen ein gewaltsamer Ausbruch von Brennwir wenig sinnvoll und so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich schlafen zu legen. Vielleicht ergibt sich am morgigen Tag eine Gelegenheit. Oder vielleicht bringen sie ihn morgen um. Den guten Brennwir. Vielleicht ist nämlich sind die nämlich wegen ihm da. Das wäre dann natürlich etwas ungünstig für ihn. 130. Am nächsten Morgen schmerzen ihnen alle Glieder, da sie sehr schlecht geschlafen haben. Das Wissen darum, dass sich die Inquisition im Kloster aufhält, schlägt ihnen dermaßen auf den Magen, dass es ihnen nicht möglich ist, auch nur einen Bissen hinunterzubringen. Schließlich geht auch dieses Frühstück zu Ende. Haben sie während ihres Aufenthalts auf Arras de Motte einen jungen Novizen namens Finbar kennengelernt? Wenn das nicht der Fall ist, begeben sie sich in ihre Kammer, um endlich einen Entschluss zu fassen, was nun zu tun ist. 109. Finbar ist vermutlich der das Rauschkraut gekauft hat. Langsam aber sicher beginnen die Dinge, sie zu verwirren. Auf Arras de Motte ist die Inquisition eingetroffen. Warum? Ob das alles mit Brennwirt zu tun hat? Aber was für ein Zweck hat dann noch ihre Anwesenheit in diesem Kloster? Womöglich werden sie da in eine Sache verstrickt, die sie teuer zu stehen kommt. In ihnen reift der Wunsch, Arras de Motte so schnell wie möglich zu verlassen, zumal das Wetter sich gebessert hat. Andererseits ist Brennwir lange Zeit ihr Freund und Gefährte gewesen, also wir kannten uns irgendwie 3 Tage oder so. Sie ringen sich zu einem Entschluss durch. Entweder auf Arras de Motte zu bleiben und das Rätsel zu lösen, also ja, wir bleiben hier, 202, immer diese Pseudo-Entscheidungen. Ein dreimaliges Läuten der Tempelglocke lässt sie nach draußen eilen. Die Bewohner des Klosters kommen in Scharen zu dem Speise- und Versammlungssaal nahe der Bethalle. 2 der stämmigen Soldaten, die mit dem Inquisitionsgesandten angekommen sind, öffnen die Eingangspforte.
Mönche, Novizen und Bedienstete strömen in die Halle und kommen vor einer Halsabsperrung zum Stehen. Außerhalb der Absperrung ist im rechten Winkel eine lange Tafel errichtet worden, hinter der Stühle mit hohen Lehnen und prächtigem Schnitzwerk stehen. An jedem der Eingänge können sie zwei Wachen erkennen. Langsam kehrt Ruhe ein. Dann läutet die Glocke ein weiteres Mal und die Hüter des Klosters treten in einer langen Reihe ein, allen voran der hohe Lehrmeister Nicolas de Motte. Nach einem Gebet nehmen sie an der Tafel Platz. Anschließend betritt der Inquisitionsgesandte mit seiner Eskorte den Saal. Sie verneigen sich vor den Hütern des Ordens und lassen sich nieder. Würdevoll erhebt sich Nicolas de Motte. Ich begrüße den Gesandten der kaiserlichen Inquisition, Freiherr Arbas Jondrian von Berglund. Der Orden des Heiligen Hüters heißt euch auf Arras de Motte willkommen. Ihr seid gekommen, um eure Pflicht zu tun, und darum sei euch im Namen des Herrn gedankt. So erteile ich euch denn das Wort. Der hohe Lehrmeister setzt sich wieder. Unwillkürlich halten sie den Atem an, als sich der Freiherr erhebt und zu sprechen beginnt. Ich danke euch im Namen der ganzen Gesandtschaft der Inquisition für das gastliche Aufnehmen in diesem Kloster, gleichwohl mich für die fürwahr traurige Pflicht hierher geführt hat, einem verwirrten Bruder die Augen zu öffnen, um das namenlose Übel, das ihn ergriffen hat, zu vertreiben. Ein leises Raunen geht durch die Reihen der Zuschauer, als der Inquisitionsgesandte seine Begleiter auffordert, den Ketzer vorzuführen. Atemlos starren sie auf den schmalen Eingang, durch den auch die Hüter und die Gesandtschaft hereingekommen sind. 145. Da, da, da. Jetzt sehen wir, wer der Böse ist. 145. Als der in Ketten gelegte Brennwir von zwei Bewaffneten hereingeführt wird, bestätigt sich ihr furchtbarer Verdacht. Verwirrt starren sie ihrem Freund an, der gerade von einem Soldaten vor den Tisch des Inquisitors gestoßen wird. Brennwir, ein Ketzer? Die Worte des Inquisitors haben ein furchtbares Gewicht. Es kann doch nicht sein, dass der von Praios Erleuchtete eine falsche Anschuldigung vorbringt. Aber dennoch sind sie der Ansicht, dass ihren Freund keine Schuld trifft. Der Widerspruch erdrückt sie. Was sollen sie von alledem halten? Ja, vor allen Dingen, er ist doch gar kein Bruder. Also, das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich meine, er ist doch ein fahrender Bänkelsänger. Sie zermartern sich das Hirn, wie sie sich verhalten sollen. Etwas in ihnen drängt sie, ihrem Freund trotz der schrecklichen Anschuldigungen beizustehen. Ihre Gedanken überschlagen sich. Nicht zuletzt beschleicht sie das ungute Gefühl, durch ihre Nachforschungen vor der Verhandlung unangenehm aufgefallen zu sein, und sie haben sicherlich nicht wenig Angst davor, selbst als Mitschuldiger oder zumindest als Verdächtiger von diesem gnadenlosen Tribunal verführt zu werden. Lassen Sie es zu, dass Sie von Ihren Befürchtungen übermannt werden und sich aufmachen, um die Ordensburg so schnell wie möglich zu verlassen, oder halten Sie Ihre Gefühle im Zaum? Ja, ich meine, wir gehen doch jetzt nicht mitten, wenn die alle da versammelt sind, weg. Das fällt ja wohl kaum nicht auf, oder? Also, Himmel. 157. Der Freiherr mustert Brennwir kalt, dann blickt er über die versammelten Klosterbewohner. Dieser Mann, verkündet er laut, hat gegen die Grundsätze des Ordens aufbegehrt, wie sein Vater zuvor. Und um sich für dessen rechtmäßige Verurteilung zu rächen, wollte er dieses Kloster bestehlen. Dank Praios Wachsamkeit ist dies misslungen. Die Priester von Arras de Motte setzten diesen Ketzer fest, bis ein Urteil über ihn gefällt werden konnte. Heute nun wird dies geschehen. Dazu werde ich in meiner Eigenschaft als Gesandter Hochkommissar der Inquisition ein Tribunal ernennen. Ja, wunderbar. Gespannte Stille erfüllt den Saal. Ihr, hoher Lehrmeister Nicolas de Motte, seid der Sprecher des Tribunals. Zu eurer Rechten ernenne ich Bruder Rochus, den Hüter der Schriften, und zu eurer Linken Bruder Baldur, den Hüter der Schreiber. Hört die Anklage und fällt dann das gerechte Urteil. Die drei Priester erheben sich schweigend. Besonders der alte Bibliothekar ist über seine Wahl offenbar nicht ganz glücklich, doch auch der hohe Lehrmeister wirkt einen kurzen Moment lang recht betreten. Der Hochkommissar Arbas Jondrian von Berglund fährt nach kurzer Pause fort. Der hier kniende Geweihte vom Orden des Heiligen Hüters hat die Grundsätze dieser Glaubensgemeinschaft tief verletzt. Er hat in Frage gestellt, was niedergeschrieben und bewiesen steht in der Offenbarung der Schlange. Er wagt es, wie sein Vater, anzuzweifeln, dass der Sonnengott seinen Gläubigen vermacht hat, und lästert Praios. Das ist nicht wahr, gellt Brennwirs Stimme. Lüge, ich habe Beweise. Hier in diesen Mauern gibt... Schweig, elender Ketzer, brüllt der Inquisitor. Hart reißen die Wachen Brennwir zu Boden. Sie beißen sich auf die Lippen. Was ist das für ein Orden, in dem so menschenverächtlich vorgegangen wird? Und irgendetwas wollte Brennwir sagen. Aber was?
Sie fühlen sich so hilflos angesichts der vielen Wachen, den Mönchen und dem Gesinde, die offenbar alle von Brennwirs Schuld überzeugt sind. Warum haben Sie Zweifel? Wieder haben Sie das Gefühl, dass eine schnelle Abreise das Beste wäre. Geben Sie dem Drängen Ihres Gefühls nach oder verfolgen Sie den Prozess weiter? Wir verfolgen natürlich den Prozess weiter. 199. Ich verbitte mir solche Entgleisungen künftig, befiehlt der Freiherr wütend. Dann fährt er mit schneidender Stimme fort, Brennwirs Vergehen anzuprangern. Er hält ihm vor, seit einem Jahr an verschiedenen Orten des Mittelreiches gegen die Grundsätze des Ordens gepredigt zu haben, indem er verlauten ließ, dass das Wissen nicht zu behüten sei vor falschem Nutzen, sondern frei zugänglich für jedermann sein solle. Weiterhin habe er frank und frei behauptet, sein Vater sei zu Unrecht verurteilt und getötet worden. Nur ein von Rachegelüstern Verwirrter könnte solche Dinge sagen, schließt der Inquisitor und nennt es ein Zeichen des Sonnengottes, dass der Ketzer hier auf Arras de Mott auf frischer Tat ertappt worden war. Dann erst gestattet er Brennwir eine kurze Stellungnahme. Dieser hat sich wieder im Griff und spricht sehr ruhig zu den Hütern. Ich gestehe, dass ich in die geheimen Schatzkammern dieses Klosters einzudringen bemüht war, doch nicht um zu stehlen oder irgendeinen Schaden anzurichten, wie ihr mir hier vorhalten wollt, sondern um den Beweis zu finden, der meine und meines Vaters Aussagen rechtfertigt. Brennwirs Behauptung löst Empörung unter den Mönchen aus und der Inquisitor mahnt zur Ruhe. Unbeirrt setzt Brennwir seine Rede fort. Vor 10 Jahren starb mein Vater unschuldig, weil dieses Kloster den Beweis für seine Behauptung versteckt hielt. Und heute soll ich ebenfalls der Lüge bezichtigt werden, obwohl hier genug Männer sitzen, die um die Wahrheit wissen. Nicolas de Mott springt auf. Wollt ihr etwa sagen, ich würde die Unwahrheit sprechen, wenn ich doch sage, dass es in Arras de Mott keinerlei Beweise für euer wirres Gerede gibt? Ja, das will ich. Und Brennwirs Stimme wird lauter, um sich gegen den Lärm der Mönche zu behaupten. Ich werfe euch vor, die gesamte Anhängerschaft des Praios gegen alles bessere Wissen zu täuschen. Ihr und eure Mitwisser seid die wahren Ketzer. Der Saal beginnt zu kochen. De Mott scheint außer sich vor Wut. Die Hüter schütteln fassungslos die Köpfe. Rings um sie herum toben die Mönche und Novizen vor Empörung und Hass. Mehrfach wird Brennwirs Tod gefordert. Hilflos müssen sie mit ansehen, wie der immer noch seine Unschuld beteuernde Brennwir erneut zu Boden geworfen wird und mehrere Tritte in den Leib bekommt. Während um sie herum der Lärm langsam abebbt, stehen sie erneut vor der Frage, was zu tun ist. Wenn man an den Beweis käme, von dem Brennwir gesprochen hat, dann wäre ihm ganz sicher geholfen. Aber wie und wo ihn finden? Vielleicht haben sie bereits genug gehört, um zu wissen, wie sie Brennwir doch noch helfen können, wollen nach draußen auf den Hof eilen. Womöglich haben sie sich inzwischen zur raschen Abreise entschlossen. Ansonsten bleiben sie in der Halle und warten den weiteren Gang der Verhandlungen ab. Da muss ich jetzt drüber nachdenken und dann beschließen wir die heutige Folge hiermit. Bis demnächst. Ciao.